Sieh es so. Es könnte regnen. Das ist doch nichts. Doch, da ist was! Oh Mann! Du hast es! Ich wusste es! Ich wusste es! Verdammte Scheiße! Schönen guten Tag. Wie versprochen, sind wir heute zurückgekehrt, um mit euch weiterhin Resident Evil Revelations 2 zu spielen. Ach ja, übrigens, ich bin Don Camillo und neben mir sitzt die gewisse Freya, und das klang gar nicht einstudiert oder so. Natürlich nicht, das habe ich mir spontan gerade alles ausgedacht. Wundervoll. Ja, finde ich auch. Du darfst noch ganz kurz unterhalten, ich höre mal ganz kurz nach dem Soundcheck, kleinen Moment. Na gut. So, Chat, was werden wir heute erleben? Wir haben ja vor kurzem mit Revelations 2 angefangen, vor etwa einer Woche oder so. Und nun sind wir wieder zurück und wollen euch alles Weitere zeigen, wie es weitergeht. Aber zunächst wird es einen kleinen Recap geben, was in der letzten beiden Episoden so gesehen passiert ist. Nicht von uns, aber vom Spiel aus. Also. Ja, starten wir das mal. Ja, fortsetzen. Der Betrachten ist in gewissem Sinne schade. Heiliger Bimba, ist mein Leben geil. Genau wie Kichacho, Mann. Hammermäßig. Geht ohne mich weiter. Ich komm später nach. Das Ding ran, gell? Los! Weiß bloß nicht ins Dorf, Fischer. Hey, Fernandes. Schau mal. Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Das Leben beginnt. Ist das Thompsons? Ja, ich werde es mir näher anschauen. Steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es war. Musikwünsche?
So, ja, das war's doch jetzt, ne? Schön, dass ihr dabei wart. Ja, oder? Also wir haben es durchgespielt, wie ihr sehen könnt. Es gibt ein Happy End. Wir haben unsere Freunde getroffen. Yeah. Ja, jetzt leben wir hier. Wir werden Farmer. Klingt cool. Ja, finde ich eigentlich auch. Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommen. Ah, stimmt. Gehen wir auf Start. Wir müssen noch einstellen, dass wir Split Koop spielen. Ah, ja, stimmt. Geteilter Bildschirm. Thompson ist auch tot. Ah, stimmt, das war ja das. Ja. Aber eine Sache muss ich noch für mich umstellen. Ja, ja, die Steuerung. Nee, Kamera. Das ist ja wohl. Leute, die die Steuerung nicht invertieren, sind verrückt. Ja. Gott, es ist so lange her. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was abgeht. Also, das ist Resident Evil. Wir sind hier gefangen. Und müssen hier rauskommen. Oh Gott. Du hast gerade Krach gemacht und ich habe mich erschrocken. Ich kann sein, dass du mir die ganze Mechanik nochmal erklären musst. Hm. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Eine Nadel in mich gesteckt. Touchpad ist Inventar. Stimmt. Und dann können wir immer tauschen. Du sagst mir, wenn ich irgendwas tauschen muss. Ich bin gerade wieder mega aufgeschmissen. Ja. Das war Ziel. Halt da. Darauf hat er reagiert. Du hast ein Fass übersehen. Oh, ich wusste nicht mehr, dass... Oh. Danke. Also zielen war mit L2. Ja. Ich schieße jetzt nicht, weil Munition kostbar ist, aber mit welchem Knopf? Ich glaube R2 oder R1. Ich weiß nicht. Wie lange gehst du? Er will in die Richtung. Ja, was er will, ist egal. Ja, okay, dann gehen wir zuerst. Wir können uns hier etwas umsehen. Okay. Du bist da hochgelaufen. Ja, ich guck mich um. Wie konnte man nochmal schneller laufen? X. Ah ja. Und Kreis war ausweichen. Ach so, und in die Richtung drücken, in die man ausweichen möchte. Ja. Und was kaputt hauen war? Bei mir ist es nur R2 drücken. Ich glaube, mach mal bei dir. Ja. Ja, okay. Und stimmt, mit L1 kannst du dann Sachen werfen, so Mollys und alles. Das kann ich auch zum Glück. Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Gabe, wo willst du lang? Du läufst ganz komisch. Ja, Gabe. Ich will da lang. Ich bin noch wo ganz anders. Soll ich zu dir kommen oder ja, soll ich hier erstmal weiter... Nö, komm zu mir, weil es könnte sein, dass wir auf Gegner sind. Ach so, okay. Er holt mich schon ab. Ach, das ist halt Freya. Sie will ihr eigenes Abenteuer leben. Du hast gesagt, umsehen. Ja. Das war eine Lüge. Damit ich jetzt gut dastehe. Freya.
Ja. Freya. Kera. Freya. Wir haben einen Hubschrauber, wir haben einen Hubschrauber. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben ein Kafka-Symbol. Glaubst du, das? Du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist, aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung ja. Hilf mir so. Oh, eine Teilebox für dich. Mit Teileboxen konntest du deine Waffen upgraden an der Werkbank. Stimmt. Hier war noch irgendwo was Glänzendes gleich und ja, dann können wir weiter die Welt erobern. Der Mann, der die Welt verraten hat. Hier war eigentlich immer was Glänzendes, meine ich. Ich weiß nicht. Du hast die Taschenlampe und kannst glänzende Dinge... Ja, finden, sehen. Genau, deswegen, das probiere ich gerade. Ja, irgendwie finde ich es gerade nicht, weil... Naja, wir gehen weiter. Wird jetzt nicht so wichtig sein. Okay. Und wo gehen wir weiter? Die Teile suchen. Wir brauchen Benzin und noch was. Okay. Wir haben... Ah. Jetzt sind natürlich hier welche dran, ne? Wir sind nicht allein hier draußen. Was? Nein! Wo? Oh. Ah! Ach nee, warte, ich hab doch noch eine andere Waffe, ne? Hab ich nicht noch... Ah, verdammt! Ah, scheiß, falscher Controller. Fuck, wir können... Mann, hatte ich nicht noch irgendwie eine andere Möglichkeit, die zu töten? Außer mit der Schusspistole? Messer. Oder ich blende sie, dann kannst du ihnen einen Haken geben, also wegschlagen. Das war unsere Taktik immer. Okay. Also erstmal warten, bis ich sie blende und dann kannst du sie einmal treten, schlagen. Ah, da. Ein Topaz. Ein Topaz. Ich will da rein. Das Licht brennt in dem einen Haus. Ja, Licht. Vielleicht sind sie ja ganz nett. Oder auch nicht. Was meint ihr, Chat? Eins oder zwei? Hier für dich. Allein schaffe ich es nicht. Ja, du musst weiter. Du musst zur Haustür am besten. Ah, okay. Werde währenddessen umgebracht. Naja, ich bin im Haus, nicht du. Das heißt aber nicht, dass nicht außerhalb des Hauses was ist. Freya, wo bist du? Achso, da ist die Haustür. Ich wusste nicht, wo die Haustür ist. Und ich muss hier mit Atze Peng kämpfen, oder was? Schleicht man nochmal? Gleich. Erstmal zurück ein wenig, bis er... Ein Haken, ein ja, Haken. Wie? Ah, hier. Und dann mache ich den hier und jetzt wieder ein wenig zurück raus. Wir brauchen mehr Platz. Du zuerst raus. Okay, hinter mir ist... Na, hier jetzt. Und ich gehe... Ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. L3 gedrückt halten, also den linken Analogstick. L3. Dann kannst du schleichen. Okay. Und den T-Barken. Ja. Okay. Ich dachte erst ganz kurz, dass du mir nur das zeigen wolltest. Nein, du hast ja gefragt, wie man schleicht. Ja. Hast du das vergessen? Nein. Toll, wir haben keinen. Das habe ich nicht vergessen. Ich muss kurz kombinieren. Ja, ich bin ein bisschen voll, ne? Dann trink weniger.
Entschuldigung, ich versuch's. Wir bringen erstmal die Batterie hin, da unser Inventar voll ist. Was meint ihr, Chat? Eins oder zwei? Kann ich denn irgendwas kombinieren? Ja, kannst gucken. Ich habe noch eine Teilebox für dich, dann können wir gleich die noch ein... Was genau kann man nochmal kombinieren? Flaschen... Drück einfach X auf einige Sachen, da siehst du, ob dort kombinieren steht oder nicht. Kannst du etwas dir umsehen. Umsehen. Hier steht das Verinnerlichen. Okay. Hier steht nur benutzen. Kombinieren. Okay. Dann habe ich jetzt wieder ein bisschen... Ja, Mann, mehr Taschen. Platz. Jetzt haben wir mehr Platz. Mehr Platz durch Freya und Don Camillo. Sehr gut. Get it? Du darfst vorgehen. Ja, dachte ich mir. Nicht wundern, Toll. Chat. Wir suchen halt noch nach Ressourcen, da Freya gerne alles wegballert. Vor allem auf unsichtbare Gegner, die nicht da sind. Ja, hallo nochmal. Hoffentlich zurück. Hier beim zweiten Teil von Resident Evil Revelations 2 mit Don Camillo und mir, der Freya. Wir hatten gerade irgendwie technische Probleme. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Und ich hoffe, wir sind jetzt wieder dabei. Muss mal kurz gucken. Scheint. Währenddessen werde ich euch etwas unterhalten. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Hoffentlich habt ihr reichlich gelacht. Ja, ja, wir sind wieder da. Alles klar, super. Er stöhnt. Wo ist er? Keine Ahnung. Wieso läufst du hier schon wieder lang? Wieso tust du das? Um dich zu verwirren. Das machst du gut. Ich bin die ganze Zeit verwirrt bei dem Spiel. Ist da ein Dude mit einer Kettensäge? Ah, das ist bestimmt jemand mit einer Kettensäge. Ah, hier wollte ich, glaube ich, hin. Genau, das müsste die Tür sein. Ist das unserer? Ja, nicht zu ihm. Okay. Ah, von der anderen Seite verschlossen. Verdammt. Das, du. Oh. Wo sind sie? Oh. Ich sehe sie nicht. Na, hinter dem. Ich weiß, da hinten kommt gleich einer mit einer Axt. Aber ist alles cool. Wo kommt der? Ja, da hinten. Hast du ihn nicht gesehen? Der ist am Strand. Also, ich habe gehört, alle guten Dinge sind drei. Ja, und da sind wir wieder. Ein letztes Mal versuchen wir es. Bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Yeeha! Ja, wenn es jetzt nicht funktioniert, werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen, außer die Leute, die schon halt eingeschaltet hatten. Genau. Dann werden wir es ein anderes Mal gerne nochmal probieren, weil sonst hat es keinen Sinn, wenn es immer wieder unterbrecht. Ja, ist halt sehr ärgerlich. Hey, oh. Ich bin ausgewichen. Ach nee, da war eine Wand, deswegen. Ja. Ich bin die andere Richtung. Okay. Oh, ausweichen. Ey, Pedro, hilf uns mal. Ich glaube, der sieht das nicht ein. Na, ich glaube auch nicht. Er hasst uns. Der macht nicht mehr mit bei Resident Evil Revelation 2. Sehr Von gut. der anderen Seite verschlossen. Wie kann man da nochmal rein? Nee, ich glaube jemand Vielleicht. Anders. Nee, Moment. Kann sein, dass später ein Zombie einfach rausbricht. Ich glaube, so kann man hier rein. Spoiler! Ach ja, stimmt, er hat das hier aufgebrochen. Ja. Ah. So. Ja, wir werden das alles nicht vorlesen, weil es sind 6 Seiten und wir werden kurz immer stoppen. Beziehungsweise, ihr könnt es dann für euch lesen, weil, ja. Das du immer oder tue ich's? Nö, ich mach's einfach weiter. Okay. Weil. Pff.
Ja, sonst könnt ihr ja einfach ein bisschen abstoppen und dann eben euch berieseln lassen von der Story. Genau. Weil so viel wird nicht gesagt, es ist halt in der Regel, geht es halt einfach nur um Leute, die halt gerne auf der Insel ein Abenteuer leben wollten. Und natürlich ist es nicht so gekommen, wie man es sich erhofft hat. Was? Ja, natürlich, es ist halt so wie im richtigen Leben. Ratten. Okay, sehr interessanter letzter Eintrag. Ja, zweiter Weihnachtstag. Er hat kein Wasser bekommen. Der Arme. Achso, das war... Freya, die Geschichte kennen wir schon. Ja, Entschuldigung. Nein. Bist du nicht geschichtsinteressiert? Nein. Okay. Sonst hätte ich studiert. Jetzt müsste er rausbrechen, meine ich. Ja, ich bin enttäuscht. Na, okay. Dann, vielleicht, ach ja, ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, okay. Verstopp. Vielleicht erst später? Möglich. Hier ist alles eingebrochen. Hier kommen wir nicht durch. Was ist mit hier? Hier kommen wir auch nicht durch. Was ist denn hier los? Waren wir hier schon? Nein. Nein, stimmt. Weil da können wir durch. Auf geht's, Packers, auf geht's. Glaubst du, Pedro kommt mit seinem Bohrer da durch? Ja, das kommt er. Ein Saphir. Wie in Spyro the Dragon ist ein Saphir mehr wert als ein Rubin. Ja, ich habe eine Teilbox gefunden, die könntest du kurz mal dort anwenden, damit wir wieder ist etwas. Ja, hier weg. Genau. Okay. Nee, ich wollte sie dir geben. Ich glaube, so. Ich habe sie dir noch nicht. Ah, doch, du kannst sie auch so nehmen. Okay, vergiss es. Warum hörst du auf mich? Bist du verrückt? Hä? Warum hörst du auf mich? Mach doch einfach. Ja, ich glaube, ich würde. Ja. Und durch Schaden 1 kannst du bei jemanden anders dann reinmachen. Zum Beispiel bei der Shotgun. So, okay. Bei der Shotgun. Oder bei der Uzi. 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 Kapazität 2. Die hat natürlich 40 Kapazität. Dann. Warte, ich glaube hier. Okay. Wir sind wieder zurück. Da, 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 da. Wir müssen Pedro finden. P-E-D-R-O. P-E-D-R-O. And Pedro was his name. Oh. Das sind doch schon irgendwelche Geräusche. Hast du Angst, Owen? Ah, Pedro. Moment. Du kannst schon mal ihn dorthin führen. Ich guck nur was nach. Jetzt Zombies? Ja, aber wie schaffst du? Ist das jetzt dein Ernst? Du lässt mich hier alleine? Ja. Wieso tust du das? Weil es lustig ist. Nein, das ist nicht! Du bist wirklich ein ziemlich schlechter Koop-Spielpartner, wirklich! Keine Sorge, der Held kommt immer am Schluss erst. Alter! Er lebt ja noch! Ja, ich komm schon, ich hau Pedro schon. Dann komm, Milo. Du bist wirklich schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Ah, der muss wieder geblendet werden, ne? Unter anderem, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es sind hier sehr viele. Oh, Pedro.
Pedros im Weg. Oh. Ja. Wieso steht der hinter... Ist hinter uns jemand? Ja, ach, fuck. Camilla, wieso... Wieso? Wieso hast du mich nicht darauf vorbereitet? Ja, ich sterbe fast. Wie kann ich mich heilen? Verdammt. R2. Gedrückt halten. Ja. Ja, erneut versuchen. Wow. Aber ich hab Pistolenmuni für dich gefunden. Oh Mann. Das war ganz gut. Ja. Ich hole jetzt nochmal die Pistolenmuni. Ja, ich warte hier. Was? Aber warum? Ja, aber so? Selbstverständlich. Wir waren ein Team. Waren wir nicht. Du hast mich voll auflaufen lassen. Ja, seht das... ihr, Chat? Genau mit sowas muss ich mich hier rumschlagen. Ja, aber das war okay, fand ich. Seht ihr, Chat? Ich war ganz cool, oder? 1 für ja, 2 für nein. Ah, Mann, ey. Ja, Freya, sind wir schon da? Was soll er bohren? Ja, war hier noch was? Warum? Nee, ich dachte hier. Vorbei. Kann man einen Molotow-Cocktail hochschieben? Ja, kann man. Das mache ich jetzt. Aber erst, wenn der Große kommt. Nicht, wenn der Kleine kommt? Ach. Ich wusste es. Pass auf, da ist einer. Wirklich? Ich dachte, ja? Der ist das letzte Mal ist er von oben gekommen. Ich kann einfach nicht zielen, wirklich. Ja, kein Problem. Später wird's schlimmer. Pass auf. Okay, der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Kein Ding. Los, Pi. Jetzt kommt der Große. Ach so, er hat gar keinen Schaden genommen. Das war cool. Oh. Wir sollten ausweichen. Pidio schafft das schon. Schön gemacht. Aber hinter uns ist doch auch jemand. Ja. Pass auf, der Große ist wieder da. Ja, was so? Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Alles gut, ich verzeih dir. Wo ist er denn? Tot. Oh. Gut. Ich hab ihn besiegt. Ja, da kommen noch mehr. Okay. Was ist mit ihm los? Er hat zwei Halten, um dich zu heilen. R2? Ja. Nein. Nein. Wie heile ich mich? R2 ist es nicht. R1, sorry. R1 ist es nicht. Bei mir schon. Halt mal R1. Ich halte R1. Hä? Drück mal L2. Also zielen und L. Und R1? Nein. Nein. Achso, du hast kein Crowd. Jetzt drück mal R1. Ja. Dafür kann ich nichts. Das musst du mir sagen. Warum kann ich mich nicht heilen? Ah, kein Crowd. Kein Crowdfunding. Ach, Mann, Don Camillo. Du hast kein Crowd gehabt. Du wolltest... Ja. Dass du dich so mega darüber freust. Ja. Dass ich mich zu Tode erschrecke. Ja. Das ist nicht fair. Ja. Sieh es so. Es könnte regnen. Das ist doch nix. Doch, da ist was! Oh Mann! Du hast... Ich wusste es! Ich wusste es! Verdammte Scheiße! Du bist die ganze Zeit nicht in diesen Raum rein und ich dachte mir so, dein Loot-Instinkt sagt dir normalerweise was anderes. Du bist so ein Fiesling! Da können wir... Unmöglich! Also das kann jetzt unmöglich, also auch wenn das jetzt wieder abstürzen sollte, das wird auf jeden Fall... Das wird hochgeladen, ne? Ja. Das... Boah. Ja, Norden. Du bist so fies, ey. Warum? Das will der Chat sehen. Wie ich kreische wie ein Mädchen? Bist du etwa kein Mädchen?
Doch, aber ich muss deswegen noch nicht kreichen wie eins. Doch. Sieh es so, du bist erst einmal gestorben. Bin ich nicht schon zweimal gestorben? Heute nicht. Das stimmt, heute noch nicht. Wann? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass eines Tages die Tür aufgeht, aber wird wohl nichts. Naja, dann gehen wir. Ah. Ja, wir müssen nicht alle bekämpfen. Wo ist der denn? Ach, da. Willst du Gott. Was denn? Wo bist du denn? Keine Sorge, ich laufe zur Tür, dann wirst du automatisch zu mir geportet. Oh Gott, das ist scheiße. Das war einer, das war nicht meiner mit Nase. Ja, aber der war ganz nah. Der war ganz nah. Ah, ist die Tür dann zu? Ja. Nein, er ist da! Nee, doch nicht. Das ist Pedro. Oh Gott. Was hat dir Pedro getan? Der arme Pedro. Und jetzt machen wir einmal das hier, einmal das hier. Und jetzt hauen wir mit dem Hubschrauber ab. Irgendwas sagt mir, dass da jetzt Zombies kommen. Kommen jetzt Zombies. Warum sollten Zombies kommen? Damit wir das nicht sind keine Zombies. Ja. Egal was passiert, aber einfach zum Haus rennen. Einfach zum Haus rennen. Ja, wo wir am Anfang waren. Einfach durchrennen. Ich hab doch keinen Orientierungssinn. Ja, ich renne einfach an ihn vorbei. Probieren, an ihn vorbei zu rennen. Okay. Großartig. Du hast es geschafft. Ja, so, jetzt sind wir drin. Okay. Du musst mir nicht folgen, ich mach das schon aus. Du musst es ausmachen. Okay, du musst es. Was ich nicht verstehe. Mein Charakter ist zu dumm dafür, um diesen Hebel runterzudrücken. Ja, die Tür aufmachen und so. Ist halt schwierig. Oh Gott. Wir müssen es verteidigen, jetzt weil er die Tür aufgemacht hat, ne? Jetzt muss einfach an den Fenstern die Leute abschießen. Okay. You don't say, bro. Mo. Schießen. Und steh mir nicht im Weg. Oh, der war nicht tot. Ah, Pistolenmoni. Kann er auch mal kurz stehen bleiben? Danke. Gott kann dir auch nicht mehr helfen. Behaupte ich mal. Stimmt, ich habe schon die Waffe sie sind durch gewechselt. Die Fenster gekommen, aber jetzt kann ich wieder kämpfen. Oh nein. Oh ne, ich habe keine Taschenlampe mehr. Ja gut, Pedro. Okay, kümmer du dich um die Fenster, ich töte die, okay. Probier dir im Nahkampf zu besiegen, weil ich kann gerade mehr nicht machen. Okay. Ah, sorry. Ich hab keine. Warte, wie kann ich nochmal die die Waffe wechseln? Hast du geschafft. Okay, sehr schön. Gut, Pedro, schießen. Wie viele sind's noch? Ja, Pedro, das war's. Wir sind. Ja, genau. Pedro, du stirbst jetzt gleich, also sei still. Nein, nicht schießen. Nicht schießen? Bringt ja nichts. Spar dir die Money. Ja, ja. Sie gehen jetzt wieder an die Fenster. Biatch! Ah, verdammt! Oh Gott, ich hab fast keine Muni mehr. Nimm die Shotgun und schieß. Du hast doch 37 Schuss! Ja, aber nur noch von der Shotgun! Und der von der Pistole hast du auch noch keine. Das ist nur eine zwei Schrot. Oh Gott, ich muss das nehmen. Ich heil dich, ich heil dich, ich heil dich.
So, hab uns geheilt. Scheiße. Wo sind sie denn? Ach, scheiße. Sorry, ich fluch so viel. Es tut mir so leid. Ich fluche sonst dir. Nicht so viel. Ich schwör's. Einfach ab und zu Kreis drücken, einfach ruhig bleiben. Ach so, Kreis war nachladen, ne? Nee, Kreis war ausweichen. Ach, stimmt. Damit du nicht so oft getroffen wirst. Wie war nachladen denn nochmal? Gedrückt halten und ich glaube X oder Viereck. Ah, oh, war ja klar. Wie unangenehm. Wieder musste Moira die Welt retten. Nein, ich kann nicht durchs Fenster abhauen. Wir spielen Ringe-Ringe-Reihe mit dem. Das ist einfach nur probieren. Ja, genau, am Tisch so. Damit einfach probieren, Ringe-Ringe-Reihe mit dem zu spielen. Aber wie... Ah, ich kann halt einfach so nicht sehen. Was genau müssen wir jetzt machen? Warten, bis die Tür aufgeht. Jetzt okay. Rausrennen! Raus! Okay. Ja, willst du mich verarschen? Alter! Wo? Ich halte dich kurz, warte. Ja. Irgendwann, warte, einfach rennen. Einfach probieren, hier rumzurennen. Ach, scheiße. Nicht so wie ich getroffen zu werden. Wohin denn? Gleich kriegen wir, das wirst du gleich merken. Einfach erstmal damit einfach rumrennen. Weil ja, wir werden leider ab und zu getroffen. Wir könnten auch kämpfen, aber das ist leider etwas problematisch alles. Es könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Naja. Hast du Hilfe? Ja, ich habe Hilfe. Bist du da reingegangen? In das Ding? Scheiße. Jetzt können wir hier, ja genau, hier müssen wir hin. Wo du einfach durchs Fenster springen und dort hochklettern gleich. Durchs Fenster springen? Ja, durch das linke bei dir. Durch das linke Fenster? Ja, das da. Das da? Ja. Aber da komme ich nicht raus. Dann, fuck, dann durch die Tür und dann links durch. Scheiße, ich darf nicht, wieso schleiche ich schon wieder? Ach so, er hat mich runtergeschlagen. Okay. Warum wir nicht durch die Fenster mehr springen können, weiß ich nicht. Das ist dumm gelaufen, weil ich dachte, man kann durch die Fenster springen, weil das wäre eigentlich logisch. Egal, erneut versuchen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Ah, bei unserem Freund. Ah, falsch. Ich gebe dir mal ein paar Heilkräuter rüber. Oh. Alles gut. Heilen brauche ich nicht. Ich regeneriere von selbst zum Glück. Okay, jetzt, die Tür ne? ist offen, ja. Durchrennen. Nie im Leben besiegen wir das Ding. Ja, das stimmt leider. Vielleicht nicht da oben, wo die Sackgasse ist, hinten, ja. Oder? Ja. Heil dich mal. Ja. Okay, da macht's keinen Sinn. Wir probieren mal im Haus hier, in der Nähe des Hauses zu bleiben. Nicht reinrennen, wie ich. Er hat mich. Der noch größere Treter. Klappt's? Brauchst du Hilfe? Nö. Okay, jetzt. Ja. Kann du, probier du zuerst hochzuklettern. Ich halte sie etwas noch auf. Ah, ein bisschen schwierig, was jetzt gerade hier alle sind. Das Wechseln mit der Kamera ist echt schwierig. So, schnell, schnell, hoch, hoch, hoch. Ja. Ja, das probiere ich. Atzen. Soll ich sie von hier oben abschießen? Ja, das wäre cool. Können sie denn...
Ja. Jetzt okay. Hier lang. Oh shit. Aufpassen, nicht runterfallen. Ja. Vorsichtig. Ja, lauf! Oh Gott, die sind ja hinter uns. Ja, schieß einfach einen runter. Mit der Shotgun. Wenn er dir zu nahe kommt. Okay, bis ich den... Ah! Hinter dir! Ah, scheiße! Verdammte Axt! Komm schon! Lad nach! Er ist tot, okay. Okay, hier runter, oder? Ja. Ah. Haben wir gut gelöst. Ah. Voll. Warte, Neil. Was ist mit Gay? Ich weiß, aber hier zu bleiben ist zu riskant. Mach dir keine Sorgen. Er war beim Militär. Ja, er war beim... Hä? Ach ja, was? Nein. Mhm. Ich geb dir noch mal zwei Kräuter. Ja, chill. Und ich nehme mir ein paar von denen hier, damit ich die werfen kann. So. Du musst das machen. Ich kann nicht heben. Ja. Ich bin. Du bist zu schwach. Ja, oder zu stark. Ich vielleicht nicht einschüchtern. Hast du gesehen, wie stark ich war? Ich hab's mit einem Finger gehalten. Wunderbar. Dann kannst du ja auch mit einem Finger die ganzen Zombies töten. Ja, kann ich. Wo ist er hin? Der ist schon weg. Ist abgehauen, der hat keinen Bock mehr auf Frauen. Kannst du bitte vorgehen? Warum? Weil du die Taschenlampe hast und weißt, was passiert. Ja, aber es ist lustiger, wenn es jemand macht, der keine Ahnung hat, was passiert. Ja, das ist schön, dass du dich amüsierst. Der Chat auch. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurde getroffen. Den Mund. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Boah. Macht er uns gerade an? Er macht dich an. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ja, Pedro. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz? Sir? Was ist das? Kafka. Und hier hat Freya wieder Muni. Die knapp, stimmt, was habe ich jetzt eigentlich? Die knapp 100 Pistolenschüsse hat und sagt, ich habe kaum noch Muni. Ja, ich hatte wirklich kaum noch Muni. Kann ich jetzt nochmal nach... Nee. Laden? Zielen und dann X oder Viereck war's. Ah, Viereck. Okay. Gut. Und dann gehen wir weiter. Jip, jip. Hurra. Appa, jip, jip. Das Turmding. Wer kennt es nicht? Vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt nie. Du musst nicht so laufen wie ich. Ich gucke immer nur nach. Ja, Items. Ja, ich weiß, aber ich will trotzdem nah bei dir bleiben, damit du mich nicht wieder veräppelst. Wann habe ich dich veräppelt? Du hast mir ganz viele Dinge verheimlicht. Ja, aber das ist normal. Ich will den Chat nicht spoilern. Oh, er lebt. Ah. Oh, nein. Wie kriege ich die Tür? Was sind das? Das sind Hunde? Ja. Wieso? Du magst doch Hunde. Ah. Ich mag keine Hunde. Was? Ich will die. Die sind zu schnell. Die kann ich nicht schießen.
Wo ist der andere hin? Abgehauen. Keine Sorge, die kommen nicht wieder. Doch, die kommen wieder. Ja, okay. Du hast recht. Wie kannst du mich so anlügen? Ey! Hab ich doch nicht. Egal, ich muss hier die Tür aufmachen. Beschützt mich. Okay, warte. Ich bin jetzt hier schon wieder halb am Sterben, ey. Ey! Mann! Das gibt's doch nicht! Mhm. Ja. Was sind hier noch Kistos? Oh oh, da sind sie wieder. Das waren nur die Bewohner der Insel. Wozu hat die Aufseherin eine ganze Insel in einem, was auch immer, verwandelt? Angenommen sie. Ey, okay, ist ja cool. Ja, okay, wir gehen. Nee, wir müssen die nicht töten. Können wir auch nicht. Okay. Weil wir nehmen den Geheimgang. Also ich nehme den Geheimgang, du kannst unten kämpfen, viel Spaß. Was denn? Dachtest du, ich lasse dich allein? Ehrlich gesagt, ja. Er hatte mindestens locker noch 30 Sekunden, um hochzuspringen. Ja, eben. Was? Die können doch nicht hochklettern, oder? Nein. Also. Weil sie verfolgen ihn ja. Und wo läuft er hin? Warum konnten wir diesen Weg nicht gehen? Keine Ahnung. Erst der. Kennst du nicht der Charakter, der immer abhaut und ihm eigentlich nichts passiert, weil. Ey, solange er überlebt. Ja, und wir müssen kämpfen. Und Freya frisst die Kräuter wie Mentos, ey. Wir hätten ja auch die Rollen tauschen können. Nein, das wäre nicht lustig gewesen und authentisch. Ich find's so amüsanter. Dachte ich mir. Ja, Kiste. Ratata, ratata, na, na, na. Kannst ruhig runtergehen. Da ist bestimmt sicher. Unbedingt. Du meinst, weil da oben ja schon jemanden steht, ne? Ja, vielleicht ist er nett. Vielleicht will er nur wissen, ja, wie spät es ist. Wie ist das Wetter? Schieß ihn mal runter. Wieder unsere Taktik? Ja. Hey, jetzt dann lauf doch auch. So. Du bleibst da zurück erstmal, weil jetzt. Wobei, wenn du kannst auch gerne in die Küche gehen. Wieso? Die Tische nerven. Ja, wir werden unsere Taktik machen. Ja, aber die Tische nerven. Hallo. Mache. Oh fuck, wir sind genau an der Stelle, wo ich nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich immer Richtung Treppe sein. Weil hinter uns sind auch welche. Ja, das dachte ich mir fast. Treppe hoch, geh die Treppe hoch, ich komm nach. Sicher? Ja, ich komm nach. Ja, dachte ich mir nämlich. Dumme Viecher. Ah ne, das wäre Verschwendung für zwei. Ich komme nicht. Nach oben, nach oben, nach oben! Ja! Ah, shit. Ich bin gerade etwas abgelenkt von der Trophäe, die ich bekommen habe. Und warum sind die denn zu zweit und der eine kann mich angreifen, während der... Naja, ist okay. Geh nach oben.
Sicher? Ja. Weil... Oh oh. Warum lebt er noch? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja. Okay, zurück. Ja, komm zu mir. Sei cool. Ja, dann steht er natürlich so richtig dumm. Okay. Immer noch? Ja. Oh shit. Das wollte ich jetzt nicht. Komm jetzt. Na ja, doch. Ich glaube, du brauchst nichts mehr. Ja, siehst du ja schon tot. Aha. Das haben wir gut gelöst, ne, Chat? Ja, Don Carmelo, du bist der Beste. Der Chat liebt dich. Ich weiß. So, natürlich hätten wir das Ganze auch überspringen können, aber Freya wollte was haben. Denn sie hat schon ganze Zeit darauf ein Auge geworfen. Sofort, als sie in dem Raum kam. Deins. Woher wusstest du? Geraten. Oh, ich will sie ausprobieren. Schieß in die Luft und schreist Leroy Jenkins! Nein. Das wäre Verschwendung. Und du hast gesagt, du willst sie ausprobieren. Das nur das aufmachen? Ja. Da sind sie. Sei vorsichtig. Verdammt. Schleichen? Ja, aber das ist... Warte. Hä? Die Stelle ist etwas tricky. Ja, in die Hocke. Hocke. Ja. Ja, den kannst du auf jeden Fall stealth killen. Das okay. Wird aber lustig. Du musst halt warten, bis er vorbei ist und dann... Ja, wo musst, genau vorbei ist? Am Auto, weil er guckt dann nicht zu uns. Also mehr in meine Richtung, genau. Hoffentlich. Weil theoretisch kann man ihn ganz leicht stealth killen, weil da sind 3-4 Stück. Und jetzt ganz langsam. Jetzt hinter ihm kommen und probier's. Da kommt dann das Zeichen, was das? Du brauchst. Müsste R2 oder... Jetzt R2. Tot. Gut. Ja, hier gibt es noch weitere, die man theoretisch stealth killen kann, aber... Die anderen sind sehr schwer. Okay. Der übelste, ja... Warte, ich geb dir erstmal deine Muni. Ich habe so viel Muni von dir wieder übergeben. Recht herzlichen Dank. Oh ja, deswegen warte, zurückweichen, zurück. Und probieren ihn leise zu töten. Nicht schießen. Okay. Also zu uns. Ist da nicht cleverer, ihn versuchen zu töten, während er abgelenkt ist bei jetzt, dir? Jetzt. Genau. Hoffentlich hat uns der andere nicht gehört. Ja! Endlich! Boom, 3 neue Kräuter bekommen. Übergeben. Du kriegst mal 3. Sorry. Du bist ja wie Tic Tacs. Ja, genau deswegen. Keine Waffe verwenden? Ja. Aber... Weil guck mal, wie viele dort chillen. Sehe ich nicht. 2.
zwei von den Bobs? Ja. Ich sehe aber nur einen. Der andere taucht, glaube ich, noch auf, wenn wir ihn alarmieren. Hoffentlich sieht er uns nicht. Hoffentlich sieht er uns nicht von hier. Genau, und jetzt, sobald er sich umdreht, genau. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, wenn er zurückgeht. Ja. Jetzt. Oh oh. Na gut. Das war aber knapp. Wie gesagt, die Stelle finde ich schon schwer. Kannst die vorweg wegschieben, ich gucke hier nur wegen Items. Jetzt sollte nichts mehr kommen. Okay. Hä? Ah, hier ist noch eine leere Flasche. Warum kann ich... Hä, ich soll die mit dem Stick wegdrücken, aber... Ja, erstmal den in die Richtung. Ne, ich habe den gerade versucht zu drücken, aber ging nicht. Ach, Freya. Selbst ist die Frau. Oder, ach, keine Ahnung. Ein Spruch von Fallout New Vegas. Oder war es selbst immer nach, keine Ahnung. Fallout New Vegas war richtig gut. Ja. Also ich habe selbst nicht gezockt, aber ich war, ich habe aktiv zugeguckt. Ja, ich werde es vielleicht irgendwann nochmal zocken. Dann kannst du auch mir aktiv zugucken. Der Chat nicht, weil das ist kein Spiel, was ich let's playen würde, weil zu lang. Was ist da oben? Ja, wer ist das? Keine Ahnung. Hans-Peter Andersen. Das Mädchen. Jetzt weißt du, wer es ist. Ja, wir haben sie im Gefängnis gesehen. Ja, Gefängnis. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Sind das Sachen, die kaputt machen? Was? Warum gehst du weg? Ja, hier gab es eigentlich noch diese Schilder, die man abschießen kann für Bonuspunkte irgendwo. Ah, okay. Ach, ich hab's zu lange. Ich hab's halt, wie gesagt, vor langer, langer Zeit gespielt. Noch ein paar Sachen weiß ich, aber der Großteil ist halt. Das ist okay. Ach, war es hier vielleicht irgendwo? Warum würdest du New Vegas nicht streamen wollen? Viel zu lang, ich mag keine langen Spiele. Ich würde irgendwann halt das Interesse verlieren, glaube ich. Und es ist halt sehr viel looten, looten. Ich mag solche langen Projekte nicht. Finde ich kontraproduktiv. Verständlich, aber an sich ist es echt ein gutes Spiel. Ja, das ja. Ich habe nichts gegen das Spiel gesagt. Ich habe nur gesagt, nicht streamen. Wir können doch durch. Ja. Passiert jetzt was? Was ist das bitte für eine verheißungsvolle Musik bzw. Beendigung der Musik? Findest du das nicht geil? Ich finde das beunruhigend. Ja. Ja, okay. Ja, ich gehe schon vor. Ich sagte, ich gehe vor. Nicht so gewagt. Egal, was jetzt passiert, du gehst nach oben. Oh nein. Und renn! 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 Sag doch, dass ich denn rennen soll! Nee, ist okay. Nee, ist okay, ist okay. Er ist explodiert. Neue Gegner! Oh, wieder Atzepeng. Aha. Ach, Atzepeng. Durch die Tür, durch die Tür. Wobei, ja. Im Raum ist es eigentlich besser. Ja, finde ich auch, hast recht. Ich hoffe, ich blende ihn nochmal. Jetzt. Du gehst rein. Jetzt vielleicht nicht in die Ecken. Boah, was? Ach so, durch die Wand hat er gehauen. Easy. Brauchst du Heilung? Nein. Oh, oh, da ist noch einer.
Vielleicht doch durch die Tür? Schieß einfach auf einen von den beiden. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Oh ja! Die ist gut. Oh, die liegt gut in der Hand. Hey, jetzt... Nee, jetzt blende ich ihn wieder. Den einen habe ich totgeschlagen. Schade. Ich weiß, wir müssen Munition sparen. Nein, eigentlich nicht. Wir haben so viel. Wenn wir mit mir spielen, müssen wir Munition sparen. Na, okay. Muss ich dich an Sinking City erinnern? Das war noch Legenden, ey. Das sind Legenden. Ja, für die, die es nicht wissen, wir haben zusammen Sinking City gespielt. Ich wollte es eigentlich mal aufnehmen und als Let's Play hochladen. Leider ist das Spiel echt nicht so gut. Ich find's geil. Die Kämpfe sind so schön beschissen. Ach ja, und deswegen haben wir das weitergespielt? So gut fandest du's? Du hast was gemacht, was nicht okay war. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad umgestellt. Das mochte Don Camillo überhaupt nicht. Aber er meinte, ich soll es alleine mal spielen. Weil er das Interesse da vorher schon verloren hat. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Don Camillo will es nicht mehr spielen. Irgendwann vielleicht, aber... nee, ich find's einfach nicht gut. Irgendwann, ich würde es gerne von der PlayStation runter machen. Wir müssen es noch durchspielen. Ja, können wir dann irgendwann machen. Oh Gott, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. In dem Licht sahst du ganz komisch aus. Oha, das ist jetzt schon richtig gemein von Freya. Ja. Nur weil ich kleiner bin als du. Ich würde sagen, einfach nur wow. Ihr werdet das als Zusammenschnitt bekommen. Ja, nicht, dass ihr jetzt wie viele vier Parts haben würdet. Ja. Der erste geht 3 Minuten, der nächste 2 Minuten, dann nee, so. Also das war jetzt schon wieder ein bisschen länger. Ich, nee, ich meinte aber, das ist ja der dritte Part. Der dritte Part geht jetzt, sagen wir, 40 Minuten. Und ach, so meinst du das? Ja. Deswegen, da sind wir jetzt so gut wie durch. Das ja, den Barry-Abschnitt werden wir dann lieber ein anderes Mal machen, weil... Ja, bringt ja nichts, wenn ständig irgendwie ein Systemfehler ist. Verstehe auch nicht, was da gerade los ist. Wir leider auch nicht, weil normalerweise ist eigentlich alles cool. Oh. Jetzt runter, 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 weil das wieder der explodiert. Du kannst auf meinem Bildschirm einfach gucken, wie der aussieht. Genau. Ew. Und das ist One-Hit-Kill. Ich warte, bis du es findest. Ja. Ergebnisse. 3 starben sofort. Das ist ein schönes Ergebnis. Hm. Wie Mathe. Du musst nehmen, ich habe keinen Platz mehr. Ey, wie viel ich hab? Ja, du hortest die ganzen Kräuter. Geht's noch? Ich hab 1. Ich weiß. Seht ihr, wie Freya zu mir mal ist? Ja. Sie ist das Böse. Und ich kann nichts mehr kombinieren. Ich hab zu viele Verbände. Für kleine Hände. Hey, komm, hier muss noch ein... Ja, genau, wusste ich's doch. Ja, 1-4. Da ist der Ball im Eckigen. Ich finde es sehr interessant, dass sie sich Saphire ausgesucht haben. Was sollten sie sonst nehmen? Ne, irgendwas, was vielleicht ein bisschen mehr zum Setting passt? Findest du das nicht noch, komisch, dass irgendwie... Ich habe so viele Resident Evils gespielt, da sind es immer Edelsteine. Okay, ja. Das höchstwahrscheinlich, ja. Ich habe ja noch nie ein Resident Evil gespielt. Lost Chat. 1 oder 2. Oh. Soll sie spielen oder nicht? Ach ja. Ja, egal. Du bleibst beim Schalter. Ich bleib beim Schalter. Jetzt kommt ein sehr schweres Rätsel. Oh. Mach den Schalter. Kann ich nicht. Doch, jetzt. Warte. Einmal mit Profis arbeiten. Und dann schiebe ich das hin, weil die Tür geht natürlich... Ja, natürlich klettert sie. Kannst nochmal den Schalter drücken. Oh. Und jetzt kannst du zu mir kommen. Ach so.
Welche Richtung? Hier. Yeah. Geh zurück. Hier durch? Die Stelle kann gemein sein, wenn man sie nicht kennt. Man geht rein und dann explodiert und man ist tot. Ja. So, ich war mir kurz unsicher, soll ich frei einfach durchgehen lassen, aber... Das ist aber einfach nicht wahr, dass du sowas denkst. Stimmt, sonst hätte ich es einfach gemacht. Wie komm, hier muss einfach sein... Hier ist doch ein perfekter Platz für eine Zielscheibe. Ich kann keine erkennen. Ich leider auch nicht. Aber gut, die sind aber auch sehr klein. Ah, hier ist einer. Aber bitte nicht die Pistole, die Schrotflinte nehmen, sondern die Pistole. Ja. Siehst du sie, das Blaue? Ja. Eins. Na, eins ist auch schon mal was. Das stimmt natürlich auch. Atze Peng, du lebst! Blenden und kicken. Tot. Okay. Dafür gab es sogar eine Trophäe. Ja, aber Freya mag keine Trophäen, deswegen wird sie... denkt sie sich, Trophäen. Ja, natürlich mag ich Trophäen. Oh ja, übrigens, nächste Woche kommt mein letzter Teil Shadows Awakening. Ey, wir reden hier nicht über andere Let's Plays jetzt. Ja doch, weil ich nämlich noch Ideen brauche, was ich als nächstes streamen soll. Oder aufnehmen soll. Und ich werde auch demnächst wieder The Last of Us weitermachen. Aber ja. Das hat etwas gedauert. Ja, mach mal eine der beiden Schrotflinten weg. Weg? Ja. Wie also, weg? Nee, warte. Geh mal eins nach rechts, links. Hast du da nicht Schaden drauf gemacht? Warum ist das nicht mehr da? Nee, ich habe da Schaden drauf gemacht. Ah, stimmt. Dann mach eine Schrotflinte weg auf jeden Fall. Dann mache ich... Oh. Welche? Ich würde die andere wegmachen, weil da hast du mehr Kapazität. 5 Schuss ist besser als 2. Ja, ne? Entfernen? Ja. Der Grund ist, die werden später... Es werden noch mehr Waffen kommen und sonst, ja. So, habe ich eigentlich irgendwas zum Verbessern? Ja, Streuung. Streuung. Oh, das sieht gut aus. Habe ich noch was? Nee, ne? Nein. Schade. Ich werde gierig, sorry. Das stimmt. Und ich suche dann halt demnächst ein neues Projekt. Wo ist sie hingelaufen? Elex? Auf keinen Fall. Elex 2? Keine Sachen sonst mehr. Achso, nix, glätzen. Duncan, du musst doch mit Nubivan zusammen Elex spielen. Ich bin Nio. Du hast es dir versprochen. Habe ich nicht. Doch, doch. Nein. Ich kann mich dran erinnern. Ja, du hast doch gesagt, dass du den Kleinen wieder in die Gruppe nimmst. Ich hatte den Kleinen wieder in der Gruppe und dann habe ich ihn wieder rausgenommen. Siehst du, du bist ein Monster. Ich bin kein Monster. Doch. Ich will mich erstmal umsehen. Zwei Bogenschützen brauchen halt nun mal nicht im Team. Oha, jetzt wirst du. Kann man doch jederzeit gehen. Ew. Das lag auf dem Boden. Ja und? Das war ein guter Boden. Boden. Sauberer Boden. What? Abgeschlossen, ja, ich kann das aufbrechen. Halt mal die Waffe schon mal im Anschlag. Ich weiß nicht, ob dort was rauskommt. Ich fürchte, dass da was kommt. Hallo? Ich komme in Frieden.
Oh. Jetzt hast du eine Teilebox. Wir können noch mal zur dorthin gehen gleich. Mhm. Ah, ich glaube, das war eine Tür, die wir mit ihr aufmachen mussten, weil sonst kommen wir da nicht mit den anderen beiden Halunken durch. Mhm. Hier waren wir schon. Hier ist Bohrer-Time. Verdammt, wo war es nochmal? Achso, hier. Was hast du bekommen? Ich habe Schnellladen Stufe 2 bekommen. Ja, dann würde ich Jutsi sagen, oder? Oder wo willst du es haben? Das ist deine Uzi, ne? Ja. Okay. Keine Ahnung, für mich ist das immer ein Uzi gewesen, ein Uzi. Nee, Schaden kannst du ruhig drin lassen. Hä? Warum hast du Schaden da draus? Ach so, hab ich aus Versehen gemacht. Freya. Ja, ist wieder eine Weile her. Das ist nicht meine Schuld. Doch. Nein. Du hast gesagt nächste Woche. Ich meinte, okay, dann meinte Freya, wow, 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 wow. Nicht so schnell. Genau so war's. Denn hey, warum sollte Don Camillo lügen? Stimmt's nicht, Chat? Ich war immer auf eurer Seite. Sie nicht. Ja, das eine Mal kurzfristig absagen. Bohrmaschine. Bohrmaschinen-Time. Bohrmaschinen-Time. Kommt da jetzt der Dude raus? Bohrmaschinen-Time. Das wäre lustig, wenn er durch die Bohrmaschine durchgehen könnte. Nee, der. Ja. Ach. Danke fürs Vorwarnen. Gerne. Ich mochte es auch sehr mit dir. Lief ganz gut. Noch nicht. Warte, ich heile uns. Jetzt schon? Ja, okay. Müssen wir nochmal dasselbe machen? dann drück auf den Knopf. Ja, du musst heilen, ich hab keins, ich hab dir alles gegeben. Nee, ich... Okay, dann heile ich uns doch schon. Weil ich hab nur noch eins und ich will es halt für die Notfall. Nee, ich dachte, hier auf den Knopf drücken, damit noch mehr Viecher kommen. Ach so. Verzeihung fürs Husten. Es tut mir sehr leid, lieber Chat. Leere Flasche, endlich! Ja, gleich. Ich will doch nur eine leere Flasche kombinieren. Lass mich doch in Ruhe. Warte, bevor du rüberspringst. Mm. Okay, ich kann das erst nichts tun. Ah, da, genau, da. Mhm. Mann, bin ich gut. Jetzt können wir rüber. Einfach X? Ja. Ja, mach, weil wir springen dann wieso beide rüber. Achso, ich muss auch drücken, schade. Gruselig. Claire. Ich kann die Tür nicht öffnen, sie ist blau. Warte, wir tun dir nichts. Hab keine Angst. Und jetzt verprügeln sie das kleine Kind und sagen, wo ist mein Meerrettich? Was kannst du eigentlich, Freya? Du kannst gar nicht mit Kindern umgehen. Sich vor den Ungeheuern zu verstecken?
tapferes Mädchen. Das wird alles bald vorbei sein. Ich hätte es lustig gefunden. Da ist eine böse Lady in dem Turm dort drüben. Wenn wir sie erledigen, können wir alle zusammen die Insel verlassen. Was meinst du? Ich hätte es lustig gefunden, wenn sie die Lotti einfach weggenommen hätte und das Kind hier gelassen hätte. Ich werde dich schützen, Lotti. Wie eine Karotti. Keine Sachen, hier sind so viele Kisten, da muss doch irgendwas zwischenliegen. Ah, noch mehr Stoff, was wir nicht brauchen. Musst du mir Molotow-Cocktails werfen? Dafür brauche ich Benzin. Mit Stoff mache ich mir Verbände, aber Verbände benutzt man so selten in dem Spiel. Dann gehen wir weiter. Oh, das sieht nach Bossraum aus, ey. Achso, kannst umsehen einfach. Hier sind bestimmt Gegenstände, deswegen. Achso. Ich war irritiert, als du gesagt hast, es klingt nach Bossraum. Ja. Noch einer von diesen wandelnden Scheißhaufen. Entschuldigung, ich meine Kothaufen. Und du weißt, was wir mit Kothaufen machen. Ich werf mal eins weg. Zu viel Stoff. Da hatte ich jetzt nichts mehr, ne? Nö. Nö. Traurig. Aber funny. Really sad. Ah, Kiste. Hast du was Muni für dich. Hast du da was auf den Boden gelegt? Ja, wir haben so viel Stoff, das brauchen wir nicht mehr. Ich habe 3 Stück. Damit können wir nichts machen. Verbände hast du 4 Stück. Und meistens heilst du dich wieso, weil wenn du blutest, kannst du auch einfach ein Kraut nehmen. Und für ein Verband musst du Kraut opfern, also. Soll ich denn nicht lieber das nächste Mal Verbände nehmen? Kannst du auch mal nehmen, aber du heilst dich dadurch leider nicht. Du stoppst nur die Blutung. Ach so. Und deswegen finde ich, ist einfach dumm gemacht, Verbände. Anstelle der Verbände. Warte. Genau. Was ist das? Kafka. Da unten ist etwas. Komm, Claire. Ja, ich muss auf dich warten. Hab keine Angst. Ach so. Ach, verdammt. Ich mich schon gewundert, warum du nicht weiterläufst. Dass du da absichtlich machst. Oh, nee. So. Nee, 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 nicht hingehen, keine Sorge. Oh oh. Denn wir können ihn blenden. Und dabei sterben? Jetzt Verband nehmen, nimm Verband. Ach so, wie? Wie denn? Touchpad drücken und dann Verband. Boah, der hat mir gegeben. Okay. Kick, kick. Alter, soll ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, du kannst schießen. Okay, ich wusste nicht, ob ich schießen darf, sonst du hast... Alles gut. Ich bin unbesiegbar. Schießen. Normalerweise kann man die töten durch Schleichen, aber ich weiß nicht, warum es jetzt nicht. Keine Ahnung. Er hat uns aus irgendeinem Grund gesehen. Ja. Warum sind wir hoch? Nee, ich hab nur was geguckt. Ah, nee. Kann man den auch mit Schleichen töten? Das weiß ich nicht. Oh. Ich glaub nicht. Pass auf! Der hier ja, nee, you don't say, bro. Ja, auf ihn schießen. Ja. Ausweichen. Oh, das war nicht schnell genug. Ah!
kannst du mich bitte das nächste Mal einfach vorwarnen, was die für Motherfucker sind? John Carmello, das ist nicht cool. Aber funny. Absolut nicht. Oh, in die Enge Scheiße. Getrieben. Ich kann doch sowas überhaupt nicht. Alles gut, ist Bossraum. Wieso hast du mich dazu überredet? Weil ich cool bin. Tja. Oh, da kommt er. Oh, da hat er mir gegeben. Da hast du mir gegeben. Da hast du mir gegeben. Oh Gott. Ich hasse es. Er brennt. Er brennt. He's burning, man. Wieso stirbt er denn nicht? Pass auf, da ist ein Explodierender. Ich brenne. Jetzt mal ohne Mist, warum stirbt er nicht? Ich weiß es nicht. Come on, jetzt sind wir im Zweikampf, so, mein shit, Freund. Ich hab keine... Oh, fuck. Nach. Oh, oh. Siehst du, so macht man das. Mit einem Molly habe ich ihn besiegt. Und jetzt natürlich. Holen wir das Mädchen. Ja, ey. Ja, nimm das. Ja. Ist gut. Ah, so, hier lag irgendwo noch Munition rum. Ja. Hier ein wenig. Ich habe sehr viele Mollys verloren. Und Freya hat all ihre Kräuter verloren. Hab ich? Du hast noch eins. Oh, fuck. Wie Tic-Tacs gegessen. Ja, das Mädchen ist egal. Es hat uns nicht geholfen in dieser brenzlichen Situation. In diesem Kampf um Leben oder Tod. Und Don Camillo. Teil 2. Ja. Ah, ein Rubin. Ah, das sind hier diese ganzen kleinen Passagen, ne? Ja. Wo kleine Leute durch können. Ja, du kannst das Mädchen holen. Ich suche hier nach Gegenständen noch. Okay. Hier ist noch Kraut. Kraut? Nein, ich bin zu dumm. Muss man ihr helfen? Ja, es ist ein kleines Kind. In einer Zombie-Apokalypse. Es ist bestens vorbereitet. Zombies sind nicht so grausam. Die werfen keine kleinen Leute aus der Gruppe. Ich passe durch das Loch. Wow. Ja. Sie ist sehr hilfreich. Ja, dann mach das. Ja, du musst erstmal an die Tür gehen. Sonst versteht sie nicht, was sie meint. Gute Besserung. So. Das ist ein süßer Bär. Ist er dein Freund? Dort hier ist ein Mädchen. Ich habe einen netten Mann. Welcher nette Mann? Der Terra Safe Onkel. Er hat mich gerettet, als ich klein war. Ob irgendjemand von Terra Safe nicht gefangen wurde? Sie klingt auch echt mega aggressiv irgendwie. Wer? Claire. Ja. Ha, ich habe auch einen Rubin gefunden. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich auch. Nun gut. Dann lass uns dieses Kapitel zu Ende bringen. Hm.
Mädchen ist weg. Alright. Wir haben es geschafft. Genosse. Okay. Und auch ein paar Punkte bekommen. Trotzdem leider nur Rang B, weil Zeit eine Stunde. Aber wir wollen es auch nicht waschen, das ganze Spiel. Unsere guten Freunde. Aber ja. Jetzt können wir es mal weitermachen, denn bevor das Spiel wieder, beziehungsweise wir eine Verbindung mit dem Netzwerk haben, wollen wir das noch für heute zu Ende bringen. Ja, muss ich nochmal auf Weiter drücken? Ja, genau, da können wir nochmal aufbessern. Das können wir den Leuten noch mitgeben. Genau, Fertigkeiten und Einstellungen. So, was haben wir denn? So, erhöht die Stärke von Zweitwaffen. Verringert die Zeit, in der es gerade verwendet wird. Nochmal runter. Hier. Noch eins. Nee, erstmal such dir was aus, was du für wichtig erachtest. Gute Frage. Dann nimm erstmal harter Ziegel vielleicht, weil ich spiele ja gleich wieder mit. Ach ja. Kann ich wenigstens etwas mal Schaden machen. Okay. Ja. Bekommst du. Noch ein Wunsch? Was macht das Auge von ihr? Erhöht die Reichweite. Ja, nimm mal. Für 1000 ist okay. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Was kommt danach? Tödliche Schläge überlegen. Ja. Das ist für Freya ganz gut. Klingt effektiv. Ja. Und was ist darunter, wenn wir die beiden kombinieren? Verringert die Erholungszeit nach Ausweichen. Okay. Wir könnten ja auch nochmal nochmal was aufbessern, oder? Ja. Wie klingt das für dich? Ausweichen? Ja. Und dann würde ich nochmal runter zweimal. Und das hier weiteres ausweichen. Ja. Okay. Dann haben wir das gemacht, lieber Chat. Aber ja. Wie gesagt, wird es jetzt schon das Ende sein. Ja. Da, ja, die Gefahr von einer weiteren Verfehlung bzw. eines Ausfalls ist sehr groß. Und ja, dass die verschiedenen Stream-Parts werden dann zusammengeschnitten. Genau, und dann bekommt ihr das als Video hochgeladen. Also wundert euch nicht. Und es gibt vielleicht noch ein Best-of mit Freyas Schrein. Nee. Die waren aber das Highlight. Ah. Das kann jeder befürworten. Das stimmt, hat's ja also. Oh Mann. Mal gucken, ihr werdet sehen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ja, bis es dann wieder heißt, Don Camillo und Freya spielen Horrorspiele. Ja. Da-da. Bis dann. Ciao. Ciao.